So ungefähr habe ich mir vorgestellt, wie Ari damit umgehen würde, in Ketten gelegt zu werden. Ebb kicherte leise und zeigte nur ein kurzes Aufflackern von Sorge. Thoron bot mir die Bedingung meiner eigenen Verurteilung an. Würde ich auf dem Pfad des Ungehorsams wandeln, wären die neben meiner Soldaten verwirkt. Würde ich das Knie vor Kyros beugen, eine Gelegenheit, die sich einem nicht zweimal bietet, dann würde ich als der Archon weiter meiner Legion dienen können. Es war eine schwierige Entscheidung, aber auch nicht so schwierig, dass ich sie mich gelähmt hätte. Meine Soldaten hatten sich nicht so viel Ruhm verdient, nur um ihn vor ihrer Zeit getilgt zu sehen. Nachdem ich meine Wahl getroffen hatte, lud mich Thoron zu einem Archontenrat ein, wo man sich meiner Loyalität vergewisserte und meinen Platz unter ihm mit einem Vertrag mit Kyros besiegelte. Kaum war ich meinen Soldaten ein Archont geworden, wurde ich für den Oberherrn schon zum Archonten des Krieges. Dies ist eine ordentliche Beförderung, verdient durch einen Beweis von Stärke. Seltsam, dass er den Chor so verabscheut. Den Rest kennst du schon. Meine gepriesene Legion wurde zu Geschmähten. Die Archonten zwangen mich sogar, meinen nordländischen Beinamen abzulegen. Raven war ein Witz auf meine Kosten, da ich meinen Stolz in der Vergangenheit begraben hatte. Jetzt bin ich ein Vasall von Kyros, aber meine Soldaten sind in Sicherheit. Ich habe ihre Erbfolge über Generationen hinaus geführt und bei den Geschmähten sind keinerlei Anzeichen für einen Nachlass zu sehen. Das sind genug Fragen. Nun gut, was möchtest du sprechen? Habt ihr euch jemals gewünscht, ihr hättet euren Widerstand gegen Kyros nicht aufgegeben? Was? Wie bitte? Schicksalsbitte. Ich hoffe, ich habe dich nicht gerade diese Worte sagen hören. Ash kneift die Augen zusammen. Du warst auf meinem schmalen Grat, dem Archonten derlei Fragen zu stellen, Schicksalsbinder. Du solltest Acht geben, wie du den General in Zukunft ansprichst. Ihr vergesst meine Worte. Feigling, ich weiß, du wirst deinen geliebten Archonten nicht beleidigen, aber auch er ist nur ein Mann. Also hast du es getan. Es erleichtert mich, dass du nicht aus der Rolle gefallen bist und Ansätzen nachgegangen bist, die besser unerforscht bleiben. Wie kann ich meinen Dienst für die Geschmähten fortsetzen? Dies sind schwierige Zeiten für alle, aber auf niemanden trifft das mehr zu als auf Kyros Truppen. Unsere organisierte Offensive ist zersplittert, die Realitäten haben sich auf jeder Kommandoebene verändert und vieles, was wir während der Eroberung aufgebaut haben, bricht nun unter unserem eigenen Gewicht zusammen. Wir hatten gedacht, die Wendrinswache sei das letzte Todesröcheln des Widerstands dieser Region gewesen. Wir haben uns geirrt. Ermutigt von ihren Landsleuten haben sie sich die Stufen gegen Kyros erhoben. Und während die Geschmieden daran arbeiten, die Ordnung beizubehalten, vergrößert diese Schlange von Nerad Stimm seine Armee von Wahnsinnigen und Söldnern. Er wartet nur aufs Zuschlagen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Also war unsere kleine Trotz Übung kein totaler Reihenfall. Ich versuche in diesem Wissen etwas Trost zu finden. Vorsicht, Ebb. Ich kann nur vermuten, dass die Stimmen seine Banden mit immer neuen Plänen zur Stürmung dieser Festung in den Wahnsinn treibt. Solange Nerad Stimm lebt, kann es keinen Frieden geben und solange der schadarrote Chor über diese Lande tobt, auch keine Ordnung. Die Eliminierung des Chaos muss unsere oberste Priorität sein. Danach werden wir genügend Zeit haben, die Stufe nach Kyros Vorstellung zu regieren. Kann ich mich auf deine Unterstützung gegen diese Pläne verlassen? Erzähl mir mehr über den Aufstand. Ich versuche mich nicht um die Einzelheiten zu kümmern. Diese Gegner werden bald genug erledigt und vergessen sein. Ich kenne die Ungebrochenen, eine Gruppe ehemaliger Schurken des unbeugsamen Landes, die sich im Klinggrab erhoben und selbst mit einem irregeleiteten Nationalstolz wappnete. Darüber hinaus interessieren mich die Dissidenten dieses gefallenen Reichs nur wenig. Was muss ich für euch tun? Unsere Autoritätsposition im Klinggrab ist ganz und gar nicht gesichert. Wir müssen uns in der Region etablieren, um für bevorstehende Schlachten unsere Kräfte zu sammeln. Sobald ich unsere Siegeschancen für gut befinde, werden wir dieses Reich verlassen und die Bedrohung des Chors für immer vom Angesicht Terutas tilgen. Die ungebrochenen ehemalige Töchter und Söhne des unbeugsamen Landes stören unsere Bemühungen, diese Region zu sichern. Das Edikt der Stürme bietet ihnen Rückendeckung. Sie schleichen am helllichten Tage an unseren Patrouillen vorbei, wobei sie sich hinter Wolken aus Staub und Schmutz verbergen.
Kyros hat die Plage über das Land geworfen, um ein Exempel zu statuieren, nicht um jeden im Norden zu plagen, die uns treu ergeben sind. Du bist dich nach Wachplatz begeben und dort nach Streidos Herodin suchen. Er ist der letzte der alten Blutlinie des unbeugsamen Landes, die sich selbst Regenten nannten. Töte ihn und beende dieses Edikt ein für alle Mal. Wer ist Streidos Herodin? Der letzte einer altwürdigen Blutlinie, die das unbeugsame Land einst regierte und seine Würde wehrte. Außerdem ist er ein dreckiger Feigling. Während der letzten Schlacht des unbeugsamen Landes verkroch er sich hinter den Mauern der Wachplatzfestung und weigerte sich, unsere Truppen auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Warum ist er für das Edikt wichtig? Weder ihn noch für seine Soldaten kam eine Kapitulation in Frage. Von daher ordnete Kyros an, dass Stürme das Land so lange verheeren sollen, bis der Regent tot ist. Streidos Herodin stand natürlich dem Freitod offen, aber dafür war er entweder zu stolz oder zu feige. Warum ist Herodin noch nur niemandem getötet worden? Weil er sich immer noch hinter den Mauern vom Wachplatz kauert, da das Krieg der Stürme um die Zitadelle herumwütet, ist seit dem letzten Jahr der Eroberung niemand mehr in der Lage gewesen, sie zu betreten oder zu verlassen. Auch kein Vogel oder Sendschreiben hat den Windfall seither überwunden. Das Edikt ist unser einziger Beweis dafür, dass Herodin noch immer lebt. Erzähl mir von Edikt. Vom Edikt der Stürme. Kyros hat diese Plage über das Volk des unbeugsamen Landes gebracht, um die Feiglinge eines Anführers zu bestrafen. Um die Feigheit seines Anführers zu bestrafen. Wir glaubten, das Edikt würde schnell wieder abgehoben sein, doch zu unserem Leidwesen hat es noch immer Bestand. Der Rost und der Schutt in der Luft sind unser Quell ständiger Irritation und sie hindern uns daran, diesen Krieg so zu führen, wie wir es wollen. Du solltest die Unterwerfung des unbeugsamen Landes und die Aufhebung dieses Edikts als Aufgabe von identischer Wichtigkeit betrachten. Glücklicherweise sind deine Ziele sehr gut vereinbar. Der Fortbestand des Edikts ist mit Herodins Blutlinie verknüpft. Kyros hat erlassen, dass die Stürme andauern, bis der letzte der Regenten getötet wird. Setze dem Regenten ein Ende, um dem Edikt ein Ende zu setzen und kehre dann siegreich zu mir zurück. Ich verstehe, was getan werden muss. Ich werde sofort zum Klingrad aufbrechen. Finde den letzten Regenten, töte ihn, beende das Edikt der Stürme und stille die blutende Wunde der Rebellion ein für alle Mal. Der Untergang der Ungebrochenen und des alten Regenten wird eine Botschaft durch die Stufen schicken. Unsere Herrschaft ist absolut und Ablecher werden nicht tolerieren. Ich werde nach Wachplatz reisen und mich anhand dessen, was ich dort finde, entscheiden. Wenn du deinen Blickwinkel so gesetzeskonform... Okay, jetzt habe ich wieder Zorn gewonnen. Wenn du deinen Blickwinkel so gesetzeskonform und ordnungsgemäß ist, wie er sein sollte, dann sollte dir der richtige Weg klar sein. Die Ungebrochenen müssen vernichtet und das Edikt beendet werden. Solltest du zu einem anderen Schluss kommen, rate ich dir dazu, deine Meinung wie jeder gute Soldat zu unterdrücken und deine Befehle zu befolgen. Wir müssen noch eine letzte Angelegenheit besprechen. Meine Tochter verschwand im zweiten Jahr der Eroberung. Ich habe Grund zur Annahme, dass sie in der Wachplatzfestung gefangen gehalten wird. Falls du einmal Amelia finden kannst, so bringen sie zu mir zurück. Woher wisst ihr, dass sie im Wachplatz ist? Es ist der einzige Ort im ganzen unbeugsamen Land, zu dem wir nicht vordringen können. Sollte ihre Abteilung aus Soldaten und Ehrenwachen gefangen genommen worden sein, befände sie sich außerhalb meines Machtbereiches, was die Südhalunken bei den Verhandlungen bestimmt ausnutzen werden. Sein Gesicht verzerrt sich in Abneigung. Erzählt mir von ihr. Sie hat die sture Hartnäckigkeit ihres Vaters. Sie ist eine hervorragende Kämpferin, aber verwegener und begierig darauf, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Ich habe diese Veranlagung in der Vergangenheit einen Riegel vorgeschoben, aber für ihr Wesen scheint sie so wichtig zu sein wie das Atmen selbst. Unsere Beziehung hat einige Herausforderungen überstanden. Während der letzten Jahre war ich ein besserer General als Vater. Nachdem der Krieg vorbei ist und sie wieder in der Legion eingegliedert ist, werden wir hoffentlich dazu in der Lage sein, uns wieder neu kennenzulernen. Ja, das frage ich nicht. Was lässt du euch glauben, dass sie noch am Leben ist? Wir sind zusammen durch diese gefallene, verdorbene Lande gereist. Du wirst dir zweifelsohne
der Ägide bewusst, die ich auf meine Truppen ausweite. Du bist die Zweifelsohne der Ägide bewusst, die ich auf meine Truppen ausweite. Das ist der Segen, den ich meinen Nordländern für ihre treuen Dienste unter Hingabe für diese Sache zuteil werden lasse. So wie meine Armee meinen Schutz spürt, bin ich mir ihrer umgekehrt voll bewusst. Ihre Sorgen, ihre Schmerzen, all das habe ich ihr als Anführer zu tragen. Amelia ist am Leben. Ich bin nachts schweißgebadet aufgewacht und musste mich übergeben. Welche Qual sie durch diese Tiere aus dem Umbeugsammland erdulden muss, weiß ich nicht. Ich will nur, dass sie im Schoß der Legion genesen kann. Falls ich sie finde, werde ich für ihre sichere Rückkehr sorgen. Mehr verlange ich nicht. Amelia ist nur eine Soldatin, aber wenn mir die Truppen für ihre Rettung zur Verfügung stünden, würde ich dies zu meiner höchsten Priorität machen. Sie ist eine Kommandantin von größter Berühmtheit und ein Inbegriff der Werte des Nordens. Schicksalsbinder, ich bitte dir meine Unterstützung für diese Mission. Das Klinggrab ist ein Ort der Erinnerung. Ich habe viele Kohorten in den Ruinen begraben zurückgelassen und auch einen großen Teil meiner selbst. Könntest du das ausführen? Das ist eine differenzielle Angelegenheit, aber ich fürchte mich davor, in der Gegenwart des Generals davon zu sprechen, obwohl er es ohne Zweifel weiß. Barik versucht vor Grave und Ash das Kreuz durchzudrücken. Sprichst weiter so vom Barikone. Nichts von dem, was ich dich auf dem Schlachtfeld habe erreichen sehen, hat deinen Wert in meinen Augen verringert. Und ich kenne meinen Soldaten gut, so gut wie mich selbst. Ash nickt zustimmt. Ich habe in den letzten Tagen des Feldzugs im Umbruch seinem Land hunderte von Landsleuten verloren und wurde zum Dank für meine Mühen in diese Rüstung eingekerkert. Das Klingengrab ist der letzte Ort, an dem ich mich noch wie ein Mensch gefühlt habe. Mehr werde ich im Moment nicht dazu sagen. Die letzte Schlacht des unbeugsamen Landes war schrecklich, vielleicht am schlimmsten für euch Überlebende. Ich trauere um die, die wir verloren haben und sage ihre Namen oft während der Morgenübungen auf. Wir können ihre zerschmetternden Körper nicht in den Norden zurückbringen, aber wir können uns so an sie erinnern, wie sie waren. Du hast viel in diese Mission investiert. Natürlich kannst du mich begleiten. Also die beiden Sachen spreche ich jetzt mal nicht an. Ich will ihn nämlich nicht beleidigen und ich will mich nicht hier rausreden. Deswegen, ja. Ich danke dir, Schicksalsbinder. Graven Ash zeigt all seinen Truppen gegenüber Aufmerksamkeit und Verständnis. Und es freut mich, dass du seinem Vorbild folgst. Und in dir, Gepanzerter, vergiss nie, dass ich dich beim bloßen Keim deines Potenzials gefunden habe. Und dass du in den darauffolgenden Jahren viel erreicht hast. Danke, General. Man kann durch seinen Helm zwar unmöglich erkennen, aber du nimmst an, dass Barrick errötet. Auf deiner Karte ist die Position vom Wachplatz bereits markiert. Diese alten Mauern zu vergessen oder den Tag, an dem das Edikt unseren Vormarsch zerschmetterte, wird mir über Jahrhunderte nicht gelingen. Dann lass uns losziehen. Yes. Oh, ich habe bei Lyra wieder eine Reputationsfähigkeit freigeschalten. Ja. Wie sieht das jetzt eigentlich so aus bei Barrick und Graven Ash? Ja, Graven Ash nicht ganz so gut, aber ich bin wenigstens bei Gunst voll bei ihm. Barrick? Barrick muss ich mal gucken, dass ich einen ordentlichen Reputationsboost kriege und den kriege ich wahrscheinlich auch in den Landen. Also um hier durchzudringen. Weil das hier sind einfach nur Mittel. Das ist schwach. Ich brauche aber stark. Habe ich bereits bei irgendwem stark? Bei ihr zum Beispiel. Hatte ich schon stark. Bei Tunon sieht es auch ganz gut aus. Bei Graven Ash, ja. Solange ich nicht unbedingt nochmal so einen kriege, kann ich gar nicht auf Maximum kommen. Anders als bei Nerat Stimmen, da habe ich ja schon zweimal das hier erreicht und bumm. Bei Bläden Mark muss ich aufpassen. Ja, beim Chor mich noch ein bisschen unbeliebter machen, dass ich die Blutungsfähigkeit freischalte. Bei den Geschmähten will ich mich nicht unbedingt unbeliebter machen. Da habe ich ja schon die Gunst des Schicksalsbinders. Na gut, jetzt speichere ich aber erstmal wieder. Unter LP010 schon.
Weil ich habe schon eine ganze Folge überzogen jetzt. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.